Also ihm fehlt ja noch der Wolf. Ja, es tut mir leid, ich bin gerade hier ein bisschen am Herstellen. Ein köpfliches Schick, Gott einem Intellekt, ja, schon immer überlegen. Oh, wie gemein! Wurde hier durch die Blume beleidigt. Ein körperliches Geschick war deinem Intellekt ja schon immer überlegen. Du eignest dich gut für die Jagd, denke ich. Ich werde weiterhin dichten und meine Emotionen in Worte gießen, wie ich es immer schon getan habe. Jäger Kamuras, ziehe deine Waffe nicht, ehe dein Steak gut durchgebraten ist. Was? Dieses Gedicht widme ich dir. Hübsch nicht? Ein reines Kinderspiel für eine Dichterin meiner Klasse. Manchmal erschüttert mich meine außerordentliche Gabe mehr als die Randale, um ehrlich zu sein. Ja, du erschütterst mich auch. So. Immer mit der noch. Ich habe gehört, dass so, dann begrüße ich meine Zuschauer zurück. Wir haben eine neue Mission, ein neues Monster und ja. Da hauen wir jetzt auch gleich drauf los. Ich muss noch einen Text hier lesen. Oder du kannst starten, den Text danach lesen. Ich kann mich auch einfach hinsetzen. Guck mal, ich setze mich jetzt hier hin. So. Was macht man hier? Und Tobi kann man ganz schön. Was? Ich kann hier, wenn ich mich hinsetze, kann ich Sachen machen. Oh, das muss ich gleich mal ausprobieren gleich. Also okay, dann mache ich das jetzt aber nicht. Das mache ich jetzt nicht, damit ich bereit machen kann. Ich gehe da mal angeln. Ich muss mir mal Wetzfische holen. Was, Wetzfische? Oh, stimmt. Ja, ich habe gerade. Oh nein, ich habe sie vergessen. Ich habe gerade die Aufgabe bekommen, das Item Wetzstein nicht zu benutzen. Oh. Ja, warum hast du auch sowas als Bonolo drin, Tobi? Weil ich es total vergessen habe. So, für dich, gut für die Zuschauer, für die Unterhaltung. Genau. So wie das Muten bei Hutz. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was hat er drin? Er hat als Bonalpunkte-Belohnung drin, dass man ihn einem Item verbieten darf. Oh, genau. Ich habe ihm verboten, dass er sich seine Waffen wetzen darf. Das ist aber nett. Na gut, schlimmer wäre es, wenn du keinen Halsband knöpfen dürftest. Ja, das habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich gehe mal nicht so fies rein. Okay, ich laufe einfach mal an der Wand runter. Wieso nicht? So, welches der Monster ist unser Monster? Keine Ahnung, ich guck mir das links an. Guck mir gar keinen Fall links an. Das ist der Mitte, kennen wir ja schon. Das ist der Kuyaku hier, also das ist das bei dir. Das ist Monster auf der linken Seite. Wie du. Ich sammle erstmal wieder ein paar Sachen. Weiß zwar immer noch nicht, für was ich die ganzen Sachen brauche, aber sammeln ist immer gut. Was ist das da oben? Kommt der irgendwie hin? Nö. Wenn nicht. Da oben ist was. So, wir haben eine neue Knarre. Wir haben nämlich offscreen einmal noch den Lagobi gemacht und dementsprechend habe ich jetzt schön eine Lagobi-Knarre. Also ich habe da was gefunden. Aber das ist kein großes, das ist ein kleines irgendwas. Wollen wir nicht. Kommt zu uns, Hutz. Seid ihr denn schon wieder? Hier unten fliegen. Warte mal. Ich bin irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Achtung, der hat Gift. Ja. Wen stört das? Die Leute ohne Gegengift. Ich habe Kräutermedizin dabei, alles gut. Ich auch. Explosive Kuh, nice. Dum-dum-dum. Jenseits des Wasserfalls, ich komme. Oh, da ist dumm. Nimm mal mit. Seh euch. Ich könnte euch helfen, will aber noch nicht. So, jetzt. Jetzt komm ich, jetzt geht er weg. Will mich verarschen? Nee, da geht's nicht weg. Ja, doch, aber genau da, wo ich hinschießen wollte, ist er weggegangen. Hat
so ein bisschen schlangenähnlich, der Kopf. Ist ja auch giftig. Immer diese toxischen Monster hier, ey. Warum schlägt er nicht mehr? Jetzt schlägt er. Ja, das bin ich richtig drauf. Schau dir einfach von Schwert und Schild auf, ob ich gegen ihn wechsle. Du bist jetzt auch Schwert und Schild? Nee, ich war vorher Schwert und Schild. Jetzt bin ich Doppelklinger. Also tut sich einfach nur schnell rein. Das Land weg. Und wieder. Wofür? So, Moment. Moment. Autsch. Drauf, der Vogel. Der verprügelt den. Ich guck mal kurz, was ich den noch verprügle. Bisschen Munition sammeln, während die anderen da kämpfen. Das sieht mir nicht aus, als ob die Schnittbären dazu nehmen. Ich drücke in die falsche Richtung. Warum? Der ist schon wieder weg. Das Bären, perfekt. Nee, der rennt nicht weg, der will nur den Wolf hauen. Achso, na dann. Was, ich bin gar nicht in der Nähe. Deswegen. Deswegen will er dich ja hauen. Stimmt. Ich bin in der Nähe vom Kuno Yaku, weil ich hier Zeug gesammelt habe. Der ruft in der Supportabteilung an. Ja, soll er doch. Autsch. Wie jeder weiß, gehen Supportbeschwerden immer direkt in den Müll. Mann, da bist du. Ich heile dich mal. Was fehlt dir, der Support hat mich nicht gesagt. Was ist denn die? Wenn ich die zwei zusammenkriege. Oh, ja. Autsch, das hat weh, der Angriff. So. Oh, ihr habt hier Material für mich zurückgelassen, das finde ich aber nicht. Muss hier mal was trinken. Ja, der Kula Yaku. Dann will ich mal nicht so sagen. Ihr habt mal ein bisschen Spaß, dass ihr das habt. Autsch. Jetzt bin ich vergiftet, das ist nicht gut. Bin ich jetzt mal nett und helfe mit was? Du sollst Gegengift besitzen. Ja, ich hab auch. Ich muss nur kurz weglaufen. Das dauert sehr lange, bis du sie eingesetzt, bis du die Gegengifte getrunken hast. Und das Schreitding. Ja. Trink. Blub. So. Und auch gleich eine Heilung hinterher. Sehr gut. Ab in den Kampf wieder mit mir. Das war eine schöne Breitseite, die er mir gepasst hat. Wir. Ich gehöre zurück. Oh nee, schon wieder vergibt. Nee, ich bin sie noch nicht. Gut. Kommt immer sofort, ob ich kaum Schaden mache. Immer nur 6-7, das ist immer so wenig. Tatsächlich nicht so viel. Was? Ja gut, so viel Schaden mache ich jetzt doppelt gegen auch. Aber greife doch mal so viel. Ja, wenn die Doppelklingen ein bisschen verbessert hast, dann sind die auch besser. Die Doppelklingen, sag ich schon, den Schwert und Schild verbessert hast, ja. Ist auch
etwas stärker, aber es hat halt noch den Block-Aspekt. Den hast du halt bei anderen Waffen nicht. Ja, ich hab zum Beispiel keinen Block, dafür ich hab einen Block und kann schießen. Oh! Ich bin verwirrt. Bitte. Danke. Irgendwann was bringen. Macht sich eher auf den Staub, der humpelt schon. Und du stehst im Papier. Oh, da ist Luft. Alles dabei. Dann verfolgen wir ihn noch nicht ganz schnell, sondern warten erst, bis er schläft. Dann nehme ich den Fall unter ihm und dann fangen wir ihn einfach. Und was passiert dann? Das dann ist er gefangen. Bekommt Zeit. Genau. Schwarze Zeit und man bekommt mehr Belohnung. Genau. Ja, du, okay. Also, das ist quasi ein Austausch. Du kannst ihn nicht looten, aber dafür kriegst du mehr Questen. Du kriegst mehr Questen dafür dann. Okay. Dann macht ihr das mal und ich renne die Map ab und guck, ob ich noch ein bisschen Materialien finde. Mach das. Ich fange schon mal ein. Hier liegt doch Loot von ihm. Oh, wo ist hier? Das habe ich einen. Ja, hier hinten. Ja, ich stehe schon da. Nee, beim Weggehen hat er was verloren noch. Ah, okay, ja, ist egal. Sein Zeug interessiert mich ein bisschen weniger als verschiedene Materialien, mit denen ich Munition herstellen kann. Und hier ist ein Heilungsgeber. Mhm. Oh, das war's schon. Ja. Ich habe ihn eingeschleppert. Das ist eine Falle. Ich habe ihn in Elektrizität eingeschläfert. Okay. Dafür kann man die Donnerkäfer gut brauchen, weil du daraus diese Schockfallen machen kannst. Richtig. I don't know. Gibt auch Quests, bei denen musst du das Monster lebend fangen. Sieht ein bisschen aus wie ein Pirat, aber ist okay. Zwei Giftbeutel, nimm ich mit. Zwei seiner Schienen. Ne, drei sogar. Also, so ein Fang kann schon helfen, dass es dort ein bisschen mehr Loot kriegst. Okay. Und manchen Loot kriegst du halt wahrscheinlicher, wenn du zwängst, als wenn du es besiegst.